Wahlkreis Ost. Anja Meyer und Malte Pieper erklären die Bundespolitik. Hallo und willkommen zum Ost-West-Ritt durch die deutsche Politikszene. Wir müssen heute mal über die AfD reden, das Schmuddelkind unter den deutschen Parteien. So sieht es die überwiegende Mehrheit und nicht nur die, auch beispielsweise der Verfassungsschutz, der ein Auge auf die Partei hat, um zu überprüfen, ob sie rechtsextrem ist oder nicht. Will sagen, die AfD ist keine Partei wie jede andere bei uns, nur... Was heißt das eben konkret? Keine Partei wie jede andere. Muss die AfD bis in alle Ewigkeit in der Ecke stehen oder ist sie beispielsweise bei uns im Osten inzwischen so stark, dass man sie eigentlich gar nicht mehr ausgrenzen kann? Und vielleicht auch nicht sollte, weil eine Kraft, die in manchen Kreisen von mehr als jedem Dritten unterstützt wird, nicht einfach so an den Rand gedrängt werden kann, wenn man am inneren Frieden des Landes interessiert ist. Keine leichte Kost also in unserem beschaulichen Podcast heute. Und damit Grüße an unsere Beobachterin im Berliner Hauptstadtbetrieb, Fokus-Korrespondentin Anja Meyer. Hallo Anja. Hallo Malte, um das gleich mal zu sagen, du hast gerade bei uns im Osten gesagt. Ich finde, das ist ein sehr guter Anfang. Der Wessi lernt, würde ich sagen. Das halten wir mal fest. Anja, wir sind auf das Thema gekommen, weil vor ein paar Tagen eine Meldung ins Haus geflattert ist, die war überschrieben mit Ex-CDU-Fraktionschef gegen Ausgrenzung der AfD. Er will ein Ende der Ausgrenzung der AfD. Was ging dir da durch den Kopf? Naja, ich habe mich geärgert. Also ich finde, das Argument, die AfD soll sich doch mal praktisch beweisen, ist in meinen Augen sowas wie die Kapitulation vor dieser Partei. Also nichts weist ja darauf hin, dass eine Partei wie die AfD, deren Vertreter, also gerade vor allem in Thüringen, ja, die parlamentarische Demokratie so verachten, sich als fleißige Bienen der Tagespolitik erweisen würden. Also, nee, ich würde sagen, wahrscheinlich würden sie einfach alles mitnehmen, was sie kriegen können und dann weiter gegen die Demokratie hetzen. Aber gut, wir wollen das ja diskutieren. Das Besondere an der Meldung in gewisser Weise ist ja, dass der dafür einen anderen Umgang möglicherweise mit der AfD plädiert, der hat der AfD indirekt zu verdanken, dass er schon vor über 2 Jahren alle seine landespolitischen Führungsämter verloren hat, also indirekt der AfD zu verdanken. Er ist also von der AfD ein gebranntes Kind. Die Rede ist von Mike Moring, Landtagsabgeordneter der CDU in Thüringen, davor lange Generalsekretär seiner Partei, dann Partei- und Fraktionsvorsitzender hier im Freistaat. Wir zeichnen in Erfurt auf. Guten Morgen, Herr Moring. Einen schönen guten Morgen. Herr Moring, lassen Sie uns erstmal den Bestand klären. Also, ich habe es ja schon gesagt, wir stehen hier in Erfurt. Gerade in Sachen AfD ist Thüringen ja alles andere als ein normales Bundesland. Björn Höcke ist hier Landeschef der AfD. Rechts von dem ist wirklich nur noch die Wand. Und Höcke kann man ja sogar richterlich unterlegt als Rechtsextremist bezeichnen. Sie haben ihn selbst sogar mal Nazi genannt. Warum wollen Sie Leute, die den unterstützen, diesen Höcke, also warum wollen Sie denen eine Chance auf Einfluss geben? Das ist nicht die Frage. Ich glaube nicht, dass ich mit meinem Interview, was ich in dieser Woche der Funke Mediengruppe gegeben hatte, bei denen es vor allen Dingen in dem Interview um die Zukunft der CDU und meine Rolle darin ging, nicht den Einfluss von Björn Höcke definieren wollte, sondern der Eindruck und die Frage ursprünglich war, Was macht die CDU falsch, warum die AfD in Thüringen so stark wird? Das war die Ausgangsfrage. Die steht nicht mehr so im Interview drin, weil das Gespräch sich auch dann noch ein Stück intensiver entwickelt hat. Aber diese Frage habe ich so beantwortet, dass ich gesagt habe, es liegt nicht nur an der CDU, dass die AfD im Osten und besonders in Thüringen so stark ist, sondern es ist insgesamt eine Frage unserer Gesellschaft, wie gehen wir mit dieser Partei um? Und da ist eben die ganz auch genaue Frage, geht es um Abgrenzung oder geht es um Ausgrenzung? Und ich glaube, die CDU, die für sich ja selbst sehr klar beantwortet hat, parteipolitisch, dass sich so stark von der AfD abgrenzt, dass es keine Zusammenarbeit gibt, hat diese Frage für sich wie andere Parteien auch klar beantwortet. Aber das ist noch nicht die Antwort, ob man sie auf der parlamentarisch-repräsentativen Ebene wirklich ausgrenzen kann und sollte. Und darüber müssen wir mal reden. Aber jetzt konkret, Sie sagen, die AfD sollte nicht mehr so ausgegrenzt werden wie bislang. Also es gibt, anders als in Sachsen oder in Brandenburg beispielsweise, in Thüringen zum Beispiel keinen blauen Landtagsvizepräsidenten mehr. Aber die AfD ist in den wesentlichen Ausschüssen vertreten. Die AfD stellt ja sogar den Vorsitzenden des Justizausschusses in Thüringen mit Stefan Möller, das ist der Landesvorsitzende neben Björn Höcke, der AfD quasi seine rechte Hand. Also da darf die AfD schon federführend, und Justiz ist ja nun ein alles entscheidendes Gremium, da ist die AfD vertreten. Die AfD stellt in Thüringen beispielsweise den Ausschuss, den Vorsitzenden des Wirtschaftsausschusses auch. Also sie ist doch überall abgebildet, bis auf
einige wenige Stellen. Mir ist deshalb noch nicht klar, Herr Moring, warum Sie sagen, erstens, offenbar grenzen wir Sie noch zu sehr aus, was sich dann aus Ihrer Sicht tatsächlich ändern sollte? Weil genau der Opfermythos, den die AfD pflegt und sozusagen damit überdecken kann, ihre inhaltlichen Schwächen oder auch sogar ihre parlamentarische Faulheit, die kann sie durch diese vermeintliche Ausgrenzungsstrategie sozusagen damit alles überdecken. Und aber der Punkt ist eben, dass wir im Landtag in jeder Sitzung seit Beginn dieser Wahlperiode im Jahr 2019... Also wir reden nicht über Posten, sondern wir reden über Umgang miteinander. Ja, mir geht es nicht um die Posten für die AfD. Ich lese immer davon, wir wollen die Brandmauer einreißen, es gäbe Lücken in dieser Mauer zur Abgrenzung zur AfD und jetzt wollen CDU-Politiker AfD-Politiker wählen. Überhaupt nicht, das ist überhaupt nicht der Fall. Sondern es geht um diese Frage, was muten wir uns sozusagen im parlamentarischen System zu. Wir sind doch als Abgeordnete des Volkes gewählt, um Arbeit zu machen, die Probleme des Landes zu lösen und die Probleme der Menschen anzupacken und ihnen zu zeigen, sie können dieser Demokratie vertrauen. Wenn wir aber in jeder Landtagssitzung über Stunden, donnerstags, freitags, Monat für Monat formelle Wahlgänge machen, dort kandidieren jedes Mal aus Provokation auch, aber aus ihren parlamentarischen Anrechten heraus AfD-Politiker, die werden jedes Mal nicht gewählt, in Gremien, die auch nie jenseits der parlamentarischen Kontrollkommission liegen, fallen dort durch, dann Freitag wird es wiederholt, ein Monat später wird es wieder wiederholt. Wir verschwenden Stunden an Arbeitszeit, wo wir uns nicht um unsere Arbeit kümmern können, sondern nur diese Fragen lösen. Und das führt genau zu diesem Opfermythos, den die AfD pflegen kann, weil sie zeigen kann, siehste, egal wen wir aufstellen, wir werden nicht gewählt. Darf ich mich da mal kurz... Gerne. Also, Herr Moring, ich höre Ihnen ja hier wirklich interessiert zu. Ich stelle hier so eine Art Zickzacklauf fest, den Sie hier hinlegen. Ich meine, das kann schon sein, dass Sie genervt sind. Das kenne ich hier in Berlin aus dem Bundestag auch, wo ja auch die AfD immer ins Präsidium will. Ja, übrigens auch erfolglos. Was wäre denn sozusagen der Benefit, ja, also was Sie sagen doch gerade, wir helfen denen, damit sie sich nicht so als Opfer fühlen müssen. Das finde ich einen ganz seltsamen Angang. Sie sind doch Mitglied der CDU-Fraktion, so viel ich weiß. Die paar Stunden, ja, ich verstehe schon, dass das nervt und dass das ritualisiert ist und so weiter und dass man sich blöd vorgefühlt fühlt von dieser Fraktion. Aber ich glaube, ist es nicht das, was die Demokratinnen und Demokraten in Thüringen von Ihnen erwarten, dass Sie stehen bleiben und nicht irgendwie sagen, Leute, kommt doch rein, macht mit, ihr habt so schlechte Laune, lasst uns doch das irgendwie hier zusammen versuchen. Das geht doch nicht. Das ist doch, also Sie haben es ja schon erwähnt, einen Unvereinbarkeitsbeschluss der CDU mit der AfD. Und was Sie da machen, ist eigentlich eine Einladung. Nein, das ist keine Einladung. Es ist eine Frage, wie wir unser Demokratiesystem verstehen. Bin ich fest davon überzeugt, dass die Repräsentanten der Demokratie, die Sie verteidigen wollen, auch gegenüber der AfD, nicht selber Beiträge leisten können, weil es um die AfD geht, plötzlich am eigenen System rütteln und das aushöhlen. Alle Abgeordneten werden vom Volk gewählt. Dort sind sie gleich nach der Verfassung. Ob uns das passt oder nicht passt. Mir passt es doch erst recht nicht. Malte Pieper hat es doch vorhin beschrieben, dass die AfD so stark in Thüringen ist. Wären die nicht so stark, wäre ich heute Ministerpräsident. Und wir könnten über andere Fragen in diesem Land reden. Eben, das ist doch fast ein Stockholm-Syndrom. Ja, es muss mir doch null Stockholm-Syndrom. Das muss mir doch keiner erzählen. Aber ich beobachte natürlich auch, was passiert in diesem Land. Warum sind alle Umfragen in Thüringen seit 2019, seit dieser Landtagswahl und auch ein paar Monate davor immer so, dass Linke und AfD in der Mehrheit die Mandate abbilden und deshalb normale Regierungsbildung nicht möglich sind. Jetzt gibt es sogar aktuelle Umfragen, wo die AfD auf Platz 1 ist seit ein paar Wochen. Wenn man die Wahlkreiskarte anschaut, ist die fast konsequent dunkelblau in diesem Land. Und jetzt kann man doch zuschauen, dass es so weitergeht, die ja den Opfermythos weiter rühren können, sich darin generieren können und am Ende des Tages vielleicht noch so stark bei der nächsten Landtagswahl sind, dass es dann noch komplizierter wird, als es 2019 schon war. Und ich würde gerne eine inhaltliche Auseinandersetzung führen mit diesen knallhart und klar in der Abgrenzung und klar auch in der Auseinandersetzung dort, wo es um die extremistischen Positionen geht, um die Verteidigung unserer Demokratie. Aber nehmen das uns weg, wenn dauernder Riegel davor steht, weil sie sich als Opfer darstellen können, weil sie ihnen vermeintlich Rechte genommen werden. Da wollen Sie ihnen ein bisschen helfen. Nein, ich will ihnen nicht helfen. Ich will sie stellen. Ich will ihnen nicht helfen. Und ich werde es an anderer Stelle beschreiben. Wir müssen überlegen, warum
demonstrieren so viele Leute im Osten auf der Straße? Warum werden es immer mehr und nicht weniger? Warum sind da normale Handwerksmeister dabei, normale Nachbarn, Sportfreunde und eben überhaupt gar keine Anhänger von den Blauen? Und auch wenn ihr das oft unterstellt wird und die Leute das erzürnt, weil sie in diese Ecke gestellt werden. Aber das Volk muss zunächst überzeugt sein, dass es von der parlamentarischen Demokratie auch vollständig repräsentiert wird und damit auch Vertrauen geben kann. Wenn das Vertrauen verloren geht, dann wandert die Demokratie aus dem Parlament in die sozialen Medien auf die Straße. Und das erleben wir gerade. Und wir müssen den Beitrag leisten, dass dieses Vertrauen zurückgewonnen wird. Und das wird eben nicht geleistet, wenn sozusagen systematisch in der Wahrnehmung, ich beschreibe das ausdrücklich auf die Wahrnehmung, eine politische Partei sozusagen systematisch von den anderen Repräsentanten der parlamentarischen Demokratie ausgegrenzt wird, obwohl die ins Parlament gewählt worden sind. Das passt mir nicht, das passt den Leuten nicht, aber sie sind da drin. Und jeder Abgeordnete hat dann formell im Landtag und im Bundestag die gleichen Rechte und Pflichten. Ob uns das passt oder nicht passt, es ist so. Und das muss man aushalten als Demokrat. Aber man muss sie eben dann auch stellen in der inhaltlichen Debatte. Wenn sie aber Opfermythos in den Vordergrund schieben können, dann findet keine inhaltliche Debatte statt. Doch, Sie sind als Abgeordneter in der Position, dass Sie sich inhaltlichen Debatten stellen können. Natürlich, Sie haben es doch gerade selber gesagt, die Leute, die auf die Straßen gehen, montags, ich lebe auch in Brandenburg, das habe ich hier auch, ja. Sie haben gerade selber gesagt, das sind nicht zwangsläufig Anhänger der AfD. Sie sind CDU, Sie haben viele Jahre dieses Land geführt, ja. Stellen Sie sich doch diesen Auseinandersetzungen. Also zu sagen, wir sehen es, ihr seid in so einer komischen Paria-Situation, das stärkt euch, seien Sie selber stark, weil ich glaube, das ist es, was Ihre Wählerinnen und Wähler erwarten und verlangen von der CDU. Und nicht, dass Sie sagen, irgendwie Angst vor dem eigenen Tod. Ja? Nein. Entschuldigung, dass ich da so direkt bin, aber es stimmt eben nicht. Ich weiß, es ist die Wahrnehmung. Mit Verlaub, es ist auch die Wahrnehmung aus Berlin. Es stimmt schlicht nicht. Es geht da nicht um Angst oder um Einladung oder um Hilfe. Das waren also die Stichworte, die Sie gerade genannt haben. Null. Da geht es nicht um Björn Höcke stark zu machen. Da geht es nicht darum, die AfD einzuladen, um die Brandmauer einzureißen. Never, never, never. Überhaupt nicht. Ist überhaupt nicht mein Gedanke dabei. Es geht aber auch nicht um die Frage. Nein, überhaupt nicht. Überhaupt, es ist nicht die Frage, sondern es geht darum, wie wird Politik wahrgenommen? Und ganz wichtig für Politik, auch wenn wir als Politiker immer auch anders denken, es kommt zuerst auf den Empfänger der politischen Botschaft an oder des politischen Handelns. Es kommt nie auf den Aussender zuerst an. Und wahrgenommen wird in der Bevölkerung, dass da eine Partei, die zum Teil über 20% der Mandate bekommen hat, ausgegrenzt wird. Und mehr wird gar nicht mehr geschaut. Und dann kriegen die noch mit, dann kommen Abgeordnete, wie die Abgeordnete aus der SPD-Fraktion im Thüringer Landtag, Dorothea Marx, die dann auch noch sagt, jetzt müssen wir die Partei verbieten. Ich finde, das ist sozusagen ein Ausdruck von trauriger Hilflosigkeit, wenn Demokraten nichts anderes einfällt, als zunächst aus politischen Erwägungsgründen zu sagen, da ist eine Konkurrenzpartei, die passt mir nicht, die müssen wir jetzt verbieten. Und macht am Ende die AfD noch stärker. Weil wenn ich natürlich nicht die Geduld aufbringe in der Demokratie, dass ich zunächst auch die Beweise sammle, dass ich die Verfassungswidrigkeit auch wirklich feststellen kann und zunächst der politische Anspruch zum Verbot größer ist als die Beweiskraft, da wird am Ende der Verbotsantrag scheitern und die AfD noch stärker werden. Und deswegen tun solche Leute der Demokratie keinen Gefallen, weil sie die möglicherweise diejenigen, die Demokratie in Frage stellen durch ihre Politik, dann am Ende noch stärker machen. Und dieser Widerspruch, das ist der die Leute erzürnt. Also in unserer Debatte, die ich hier gerade sehr interessant finde, merke ich immer, dass Sie das Thema immer ganz groß aufreißen, also von der quasi Verbotsdebatte hin bis zu ganz kleinen Schlüssellochpolitik quasi, was machen die im Parlament. Aber wir reden ja jetzt gerade über diesen Ausschusssitze und so weiter im Parlament. Da würde ich auch gerne dabei bleiben, ehrlich gesagt, erstmal. Also was mich interessiert, ja, wenn Sie sagen, angenommen, es gibt jetzt eine Landtagssitzung und dann wird gesagt, okay, wir wählen die halt ins PKG und wir wählen die halt auch ins Präsidium. Was ist dann gewonnen? Also ich würde es gerne ein bisschen vom Ende her mal bedenken. Ja? Glauben Sie im Ernst, dass AfD-Abgeordnete sich dann von ihren rassistischen und fremdenfeindlichen Überzeugungen abwenden, weil sie jetzt mehr Arbeit haben? Nein, also, überhaupt nicht. Politik ist doch keine Besserungsanstalt. Also diese Partei ist antidemokratisch. Die meint Sie, Herr Moring. Niemand sagt, weil AfD-Abgeordnete plötzlich in einem Ausschuss sitzen oder Schriftführer im Präsidium
der Sitzungsleitung eines Parlaments sitzen, dass sie dann plötzlich ihre extremistische Gesinnung, die Einzelne von denen haben, dann ablegen würden. Natürlich nicht, überhaupt nicht. Darum geht's auch gar nicht. Es geht darum, nochmal, wie wenden wir unsere eigenen Regeln in der parlamentarischen repräsentativen Demokratie an? Lassen wir Politik abwandern aus dem Parlament in die sozialen Medien auf die Straße? Oder sehen wir nicht, dass das Parlament der geeignete Ort ist, in geordneten Bahnen mit demokratischen Verfahrensregeln sozusagen aufzudrängeln, dass der politische Diskurs genau in diesem Korsett, in diesem Rahmen stattfindet? Und das heißt eben auch, man kann Abgeordnete sanktionieren, man kann sie selbst von der Sitzung ausschließen, wenn sie sich sozusagen gegen die Regeln wählen. Man kann Gewählte wieder abwählen, wie es auch schon im Bundestag bei dem Abgeordneten Brandner von der AfD im Justizausschuss auch vorgekommen ist, richtigerweise. Und all diese Fragen kann man machen. Sie haben auch erzieherische Wirkung. Das heißt nicht, ob das bei der AfD wirkt, aber man wird es nicht sehen können, wenn man es nicht erfährt. Und das lässt sich alles nicht erzwingen, aber ich glaube, dass die politische Konkurrenz der AfD sich keinen Gefallen tut, wenn sie im Parlament den Wählerwille, der vorher durchs Volk bei Wahlen ausgedrückt wurde und eben auch dieser Partei in Fraktionsstatus ermöglicht hat, wenn man dann nach dem Wahlergebnis im Parlament versucht, als Konkurrenz sie dort kleiner zu machen, als sie der Wähler vorher gemacht hat. Kann ich das, mal, ich, darf ich mal einmal bei euch dazwischen greifen? Nein, du kannst dir nicht rein. Ich würde nämlich mal, total spannend, ich würde nämlich Mike Morin gerne mal fragen, inwiefern da auch bei ihm oder bei seiner Partei möglicherweise ein Lernprozess stattgefunden hat. Weil ich bin vor ungefähr 20 Jahren in dieses Bundesland gekommen als junger Journalist, geboren im Westen, in Leipzig studiert. Das heißt, wir reden über das Jahr 2003, da verfügte die CDU über die absolute Mehrheit in diesem Land und hatte 51%. Es gab noch zwei andere Fraktionen, die SPD und die PDS. Und ich erlebte also als Wessi, der im Osten mit sozialisiert ist, wie Leute der CDU, die noch mit SED-Leuten zusammen im Rat des Bezirkes gesessen haben, zusammen in der Nationalen Front, diese DDR mitverwaltet haben, aber getan haben, als ob sie die nicht kannten, denen nicht die Hand gegeben haben, den PDS-Leuten, und sie als absolute Paria in die Ecke gestellt haben. Also die auch noch zudem noch eine gemeinsame Vergangenheit hatten. Das ist dann immer weiter aufgeweicht im Laufe der Jahre, aber man hat das ja schon mal mit der PDS durchexerziert, diese Nummer, wir schieben sie an die Seite. Deshalb ist einfach die Frage an Mike Moring, man sieht ja heute, dass die PDS, also die Linkspartei, sogar den Ministerpräsidenten stellt in diesem Land. Ist dieser Gedanke, wir müssen es irgendwie anders machen, auch die Erfahrung dessen, dass das schon einmal nicht funktioniert hat? Ich meine, wir beide kennen uns ja tatsächlich diese ganzen 20 Jahre und haben diesen Prozess auf unterschiedlicher Seite als Journalist und als Parlamentarier beobachtet und mitbegleitet. Naja, zunächst weiß ich nicht, ob man es mit der PDS-Linke vergleichen kann. Glaube ich nicht, weil es von Anfang an jetzt bei der AfD der Verdacht auch sozusagen mitschwingt, dass diese Partei eben nicht auf dem Boden des Grundgesetzes steht und deswegen ja auch sozusagen, wie hier in Thüringen, der Verdachtsfall dazu reicht. Alles richtig, dass der Verfassungsschutz aber auch bei der PDS damals gab es die Ausgrenzung, es gab die Frage, darf man die in parlamentarische Kontrollkommissionen lassen, all das gab es ja auch. Ja, ist ja viele Jahre auch nicht gemacht worden, genau aus den Gründen. Ja, und trotzdem sehe ich nicht, dass es sozusagen aus der Erfahrung mit dem Umgang mit der Linken jetzt sozusagen die Debatte um den Umgang mit der AfD gibt, der kein nicht eine Frage des Umgangs sein soll, wo die CDU sich besser oder irgendwie näher verhält zur AfD nochmal, sondern es geht wirklich ausschließlich um die Frage, wie gestalten wir selbst unser parlamentarisches Demokratiesystem aus? Höhlen wir es aus, weil wir eine Partei ausgrenzen wollen? Oder sind wir nicht stärker, weil wir die ordnenden Verfahrensregeln auch anwenden und damit sozusagen die Demokratie stärken und das Vertrauen auch stärken in unsere Demokratie. Dann lassen Sie uns mal eine politische Etage tiefer gehen, denn es gibt ja zumindest in Thüringen kaum jemanden in diesem Land, der politisch so erfahren ist, wie Sie, Herr Moring. Eben nicht nur auf landes- und bundespolitischer Ebene, sondern auch ganz unten. Sie sind 1989 mit 18 zum Neuen Forum gegangen damals, wurden in Apolda in den Kreistag gewählt. 1993, also das ist jetzt fast 30 Jahre
her, ja, ich muss rechnen, es sind 30 Jahre, wechselt zur CDU. Kurz darauf haben Sie deren Kreistagsfraktion übernommen, die Sie seit 1995, also seit 27 Jahren, führen. Das heißt, im Weimarer Land kennen Sie so gut wie jeden, der sich politisch engagiert. Ein Kreis mit um die 100.000 Einwohnern. Was sind das für Leute, die Ihnen da auf AfD-Ticket im Kreistag gegenüber sitzen? Handwerker, normale Nachbarn. Auch Leute, mit denen ich mich keine Sekunde abgeben würde. Auch Leute jenseits des normal erfassbaren sozialen Milieus. Was heißt das? Na, ich sage Ihnen mal ein Beispiel. Es gibt da ein Stadtratsmitglied in der Polda. Weiß nicht, ob der krank ist oder nicht. Der hat jedenfalls seinen Toilettengang, den festeren, mitten in den Treppenhaus eines Sitzungsgebäudes gemacht. Und hat dort alles liegen lassen und hat sich danach wieder in den Sitzungssaal gesetzt und hat den Leuten zugemutet, es auszuhalten. Und sie glauben gar nicht, was das für eine Zumutung für die Leute war. Und trotzdem hat er ein Mandat im Stadtrat und sitzt da drin. Aber ist natürlich jenseits von Gut und Böse und verdient auch gar nicht mehr, als ignoriert zu werden. Aber es sind doch auch Leute, mit denen Sie umgehen könnten, oder? Oder sind das alles, die 7 oder 8, die es sind, Sie sind ungefähr doppelt so stark, sind das alles Leute, wo Sie sagen, die sind mir in meinem Leben noch nicht begegnet? Na, ich sage, es sind auch normale Handwerker, Architekten, mit denen auch sozusagen auch staatliche Behörden zusammenarbeiten, weil sie sich ganz normal in Ausschreibungen bewerben und Aufträge bekommen und dabei sind. Und natürlich die Leute auch mit denen umgehen, ganz normal im täglichen Geschäft, weil sie ihre Geschäftspartner sind. Kann man aber die einfach kann man das liegen lassen, wenn die einen Radweg wollen? Oft ist es ja so, dass sie inhaltlich ja leer sind und gar nicht so weit kommen, solche Anträge zu stellen. Das kommt ja dazu, das meine ich ja damit. Das ist ja meine Erfahrung, die ich ja habe. Dass sie inhaltlich schwach auf der Brust sind, dass da gar nicht viel dahinter ist. Dass jenseits des Populismus, jenseits der lauten Überschrift, jenseits der schrillen Aufmerksamkeit oft nur große inhaltliche Leere ist. Aber dann würde das doch bedeuten, wenn dieser Vorschlag sozusagen die dann in die Gremien zu holen, würde ja bedeuten, quasi noch die Wählerinnen und Wähler darunter leiden zu lassen, wissentlich leiden zu lassen, dass da jemand ist, der unkonstruktiv arbeitet. Klar sollen das die Leute auch mitkriegen, das ist auch wichtig. Aber man muss quasi den Vorhang vor dieser offenbar inhaltlichen Lehre auch aufziehen. Und man kann ihn zudecken, indem man dauernd den Opfermythos pflegt, weil man sagt, wir haben einen Anspruch auf diesen Sitz, wir bekommen ihn nicht. Und sie haben wieder einen beantragt, wieder abgelehnt worden, wieder nicht. Und da bleibt der Vorhang zu und zeigt gar nicht das, was dahinter eigentlich wirklich Wahres dasteckt. Aber ich will Ihnen mal noch eine schizophrene Widersprüchlichkeit aus dem Thüringer Landtag nennen. Da gibt es die Abgeordnete Tosca Kniese, die war bei der AfD-Fraktion, sitzt mit AfD-Mandat im Thüringer Landtag, hat dann sich mit der Fraktion überworfen, ist ausgetreten und sitzt in einer neuen parlamentarischen Gruppe Bürger für Thüringen. Solange wie Tosca Kniese als AfD-Kandidatin für Gremien vorgeschlagen wurde, wurde sie von der Mehrheit des Landtages immer abgelehnt. Jetzt plötzlich ist dieselbe Frau, die ja immer noch ein AfD-Mandat hat und durch Björn Höckes Landtagswahlkampf in den Landtag gekommen ist, jetzt plötzlich wird sie in alle Gremien gewählt, für die sie die neue parlamentarische Gruppe vorschlägt. Und ich finde das eine totale Widersprüchlichkeit, weil auch mit Blick auf das Bundesverfassungsgericht, dass man zwar ein Anrecht hat auf parlamentarische Gleichbehandlung als Fraktion, aber nicht auf die spezielle Person, wenn man dann aber plötzlich dieselbe Person wählt, nur weil sie einer anderen Fraktion angehört, obwohl sie noch das AfD-Mandat hat, zeigt das sozusagen eklatant die Widersprüche auf. Und das empört Außenstehende, wenn sie das mitkriegen und sehen. Aber da machen sie doch selber. Aber da machen sie doch selber auch mit. Also ich will noch eines hinterher schieben. Es ist ja nicht immer nur eine Frage der CDU, ob die CDU mit AfD-Leuten in den Kommunalparlamenten zusammenarbeitet. Es gibt SPD und Linke, die mit AfD zusammen abgestimmt haben. FDP und Grüne in Ostdeutschland. Also es ist alles gar keine Frage. Aber ich will auf was anderes hinaus, Herr Moring. Sie haben gerade das Beispiel der Abgeordneten genannt und wie schizophren das alles ist. Aber Sie sind auch Bundesvorstandsmitglied der Christlich-Demokratischen Union Deutschlands. Da gibt es ja der Name fiel gerade schon mal an, einen Unvereinbarkeitsbeschluss. Mit Linken und AfD arbeitet die CDU nicht zusammen. Gleichzeitig verhilft Ihre Partei, vermutlich auch mit Ihrer Stimme, dem linken Ministerpräsidenten in Thüringen regelmäßig zur Mehrheit beim Haushalt. Bodo Ramelow selbst wird mit den Händen der Unionsministerpräsidenten zum Bundesratspräsidenten gewählt, also zum zweiten Mann unserer Republik. Die Bayern haben früher mal gesagt, der Kommunist,
Ja, also so ein Weltmann an die Spitze unseres Staates. Wie geht das alles? Also das ist doch genauso schizophren. Auf der einen Seite sagen sie, wir wollen mit so Linke und Rechtsaußen nichts zu tun haben. Und wenn man dann an anderen Positionen hinguckt, wird es doch gemacht. Also sie nähren doch auch diese Schizophrenie, oder nicht? Naja, als Bundesratspräsident wird man ja nicht gewählt, sondern die Bundesratspräsidentschaft wandert jedes Jahr von Bundesland zu Bundesland. Und das heißt, wenn irgendwann ein AfD-Ministerpräsident irgendwo ist, haben wir einen AfD-Bundesratspräsidenten. Also man muss das ja nicht machen. Also ich sehe erstens nicht, dass es irgendwo einen AfD-Ministerpräsident geben wird, auch nicht im Osten. Und ich beschreibe nur den Vorgang, den ich nochmal sozusagen ordnen wollte, dass Sie gesagt haben, CDU-Ministerpräsidenten wählen einen Linken zum Bundesratspräsidenten. Das ist kein Wahlakt, sondern es ist ein formeller Akt, der stattfindet, in dem die Bundesratspräsidentschaft jedes Jahr von Bundesland zu Bundesland wechselt und der amtierende Ministerpräsident genau das dann repräsentiert. Ganz so hilflos sind die Ministerpräsidenten auch nicht. Man hätte ihn nicht wählen müssen. Das steht ja nicht im Grundgesetz, dass man ihn wählen muss. Aber lassen wir das jetzt mal, wir waren ja bei der Frage, ob das nicht, weil Sie sagen immer, es kommt auch auf den Empfänger der Botschaft an, ob Leute sowas nachvollziehen können. Ja, zumindest sehen die Leute in Thüringen, dass die rot-rot-grüne Konstellation keine eigene Mehrheit hat und darauf angewiesen ist, dass sie in einigen Fragen die Zustimmung kriegen muss von Oppositionsfraktionen, damit sie die Dinge politisch auf den Weg bringen kann. Die Wahrheit ist, dass entgegen der Annahme, dass dafür immer eine Mehrheit an Stimmen der Mehrheit aller Abgeordneten notwendig ist, oft die einfache Mehrheit reicht. Und das wird im politischen Diskurs auch ganz schön in Thüringen sozusagen vernebelt, indem der Eindruck entsteht, es müssten immer CDU-Fraktion oder Teile der CDU-Fraktion zustimmen, damit Rot-Rot-Grün eine Mehrheit hätte. Das braucht sie im Wesentlichen nicht. Sondern es reicht, wenn sie mit einfacher Mehrheit durchkommt. Das kann man auch durch Enthaltung dokumentieren. Und die Frage ist in der Wahrnehmung tatsächlich, tut die CDU gut daran, über das Notwendige zur Stabilität des Landes hinaus Beitragende tatsächlich in jeder Abstimmung den Eindruck zu erwecken, als sei sie die fünfte Kolonne von Rot-Rot-Grün. Ja, das ist halt schwierig, weil sie sich langsam aber sicher eben doch Wahlen nähern in Thüringen. Und jetzt wird es für die CDU halt interessant. Ne? Bis jetzt hat es irgendwie funktioniert, dass die Demokraten zusammenstehen und jetzt müssen sie sich irgendwie wegprofilieren. Absolut, weil immer beides dazu gehört. Man muss verantwortlich sein als konstruktive Opposition, wo es um das Wohl des Landes geht. Gerade in der Krise, in der wir sind, da hat natürlich niemand Verständnis, wenn politische Parteien sich jetzt um das politischen Streiten, um ideologische Fragen möglicherweise und nicht die Probleme der Leute lösen. Die spüren, manche haben Existenzängste, manche haben wirklich Sorge, wie geht es um die Zukunft ihrer eigenen Familie weiter. Und da erwarten sie natürlich auch Lösungen und Entscheidungen, die nicht auf die lange Bank geschoben werden, weil man sich streitet, sondern weil man die Kraft hat, die Fähigkeit hat, sich um die Probleme des Landes zu kümmern. Und daneben, eben weil wir auch Opposition sind, müssen wir eben auch schaffen, Dinge streitig zu stellen, auch mit Rot-Rot-Grün, damit auch klar ist, wofür steht die CDU und wofür kann sie nicht gemeinsam mit Rot-Rot-Grün stehen. Und tatsächlich, das ist mit Blick auf Landtagswahlen ganz entscheidend, dass dieses Streitigstellen von inhaltlichen Fragen auch sozusagen dokumentiert wird. Ja, aber wenn ich da, ich muss nochmal zurückkommen auf das, warum wir eigentlich uns hier heute treffen, ja. Kann eine Antwort darauf sein, sich profilieren zu wollen, völlig zu Recht, das ist halt Parteipolitik und Wahlkampf, aber kann es sein, dass man dann sagt, wisst ihr was, wir vertun unsere Zeit immer mit diesen Abstimmungen über die AfD, wir lassen die mal rein. Also wir sind ja hier Wahlkreis Ost, ja, und Herr Moring und ich, wir kommen aus der DDR, ja. Also wir haben so eine Erfahrung, jetzt Achtung, jetzt wird es ein bisschen kompliziert und widersprüchlich, man muss ein bisschen mitdenken, aber die DDR hat sich ja als antifaschistischer Staat verstanden und da war, glaube ich, auch viel Prose dabei, das wissen wir alle. Aber das Leid und den Schmerz, den wir als Deutsche über die Welt gebracht haben, das haben wir doch wirklich aufrichtig verstanden und bedauert und nie wieder, das war ja keine Floskel. Und jetzt, 90 Jahre später, stehen die Rechtsextremisten im Parlament, ja, und wollen in wirklich wichtige Posten rein. Und die demokratischen Parteien sagen, oh, kommt mal rein, macht mit, das zeigt mal, was ihr drauf habt. Das kriege ich in meinen Kopf nicht rein. Von so einer Partei wie der CDU, dass sie da steht. Das tut sie auch. Aber nochmal, ich will das nochmal ausdifferenzieren. Erstens, das nie wieder gilt für die Shoah und alles darum herum, für das Leid, was auf die Welt gekommen ist. Das gilt grundsätzlich und wer das nicht in Herzen trägt, ist auch kein Demokrat. Das will ich gerne auch nochmal unterstützen, weil ich das eins zu eins genauso sehe wie Sie.
Aber ich würde noch mal an einer Stelle gerne noch mal so Sachen aufnehmen, ihre Worte, indem sie sagen, die wollen da rein. Mit Verlaub. Die sind drin. Ja. Das passt uns wahrscheinlich beiden nicht. Die sind da drin. Und jetzt kommt es darauf an, hat die Gemeinschaft der anderen demokratischen Parteien, tut sie gut daran, dass die Wähler, die die anderen da reingeschickt haben, die AfD, ob das denen passt oder nicht passt, sie sind drin, haben die dann drin das Recht, die anderen dann von ihren weiteren Rechten und Pflichten formell auszugrenzen, weil sie ihnen nicht passen. Und damit den Wählerwille, der eben sich seinen Ausdruck findet in den Mandaten der AfD, auch wenn das mir zuwiderläuft. Ob dann aber die anderen das Recht haben, genau die Sachen, die zweite Schritt zu machen, nee, aber lassen Sie jetzt nicht an den parlamentarischen Arbeiten teilhaben, weil wir entscheiden, Sie gehören da nicht rein. Und ich glaube, arbeiten ja parlamentarisch mit. Ja, aber eben das nicht. Machen Sie ja, aber eben, weil Sie die Möglichkeit haben. Das ist ja ein Dilemma. Ich sage nochmal, was ein Kollege dieser Tage von Ihnen geschrieben hat. Ich teile das. Es ist ein Dilemma, was sich auch nicht ganz auflösen lässt, weil es auch für jedes Argument für und wider gibt. Das ist so. Aber wir müssen abwägen, ob wir gut daran tun, dass wir die Entscheidung sozusagen der Wähler, dass die da drin sind, sozusagen jetzt wieder sozusagen verkürzen, weil wir sie nicht an jedem dieser Gremien teilhaben lassen. Ich mache nochmal gerne einen Unterschied, ich will das auch unterstützen, weil ich auch gelesen habe, Moring will jetzt AfD-Politiker wählen. Nee, will ich nicht, will ich gar nicht. Aber es macht einen Unterschied, es gibt bestimmte Gremien, wo einfache Mehrheiten notwendig sind. Da reicht es theoretisch aus, wenn die AfD ihre eigenen Leute wählt und der Rest des Parlaments das nicht unterstützt, sondern durch Enthaltung dokumentiert, dass es damit nicht einverstanden ist, aber akzeptiert, dass die ein parlamentarisches Anrecht auf einen bestimmten Sitz haben. Dort, wo tatsächlich Mehrheiten notwendig sind, solche Zweidrittelmehrheiten, Verfassungsrichter zum Beispiel, da kann ich mir auch nicht vorstellen, dass diese Zweidrittelmehrheiten aktiv zustande kommen, weil man auch wiederum keinen anderen Parlamentarier zumuten kann, jetzt unbedingt AfD-Politiker zu wählen, nur damit die ihren Sitz in dem Gremium kriegen. Da würde ich auch sagen, nein, das geht nicht. Aber überall dort, wo sie es aus eigener Parlamentsrepräsentanz bewerkstelligen kann, ohne die Zustimmung der anderen, dort sollte man das abräumen, damit man den Platz hat für die harte Auseinandersetzung und die inhaltliche Abgrenzung. Ich glaube, das ist kompliziert und es ist schwer, aber das macht doch die Stärke unserer Demokratie aus. Und die müssen aber wir führen, doch, wir müssen dafür kämpfen, das hilft nichts. Aber es gibt doch gar keine, finde ich, zwei Meinungen darüber, wofür die AfD-Abgeordneten diesen Einfluss nutzen würden. Doch nicht, um die Demokratie zu stärken. Auch doch nicht als Schriftführer im Parlament, ehrlich mit Verlaub. Das ist der langweiligste Posten, den man haben kann im Parlament, ist der Schriftführer, ehrlich mal. Ja, okay, und selbst da tut sich das Parlament schwer und macht das nicht und zeigt dann, die müssen das keine, nicht. Nein, das ist, keine Geringschätzung gegenüber den Ämtern im Parlament, wirklich nicht, Herr Moring. Okay. Echt nicht. Also das, nee, alles muss gemacht werden und genau, ja, deswegen, bloß, aber selbst da, werden sie ja nicht mehr gewählt. Verstehen Sie, der Punkt ist doch, wenn man schon, wo soll der AfD Politiker mit extremistischen Ansichten bei der Schriftführeraufgabe irgendwo was machen, was die Demokratie noch mehr beschädigt, als es vielleicht durch sein Verhalten eh schon tut. Also ehrlich mal, man muss auch mal wirklich das runterbrechen. Ich wollte es ja deswegen auch runterbrechen auf normale Dinge, die da auch stattfinden. Es ist eben nicht nur die Parlamentarische Kontrollkommission und dort, wo man dann da drin sitzt, wo gleichzeitig der Verfassungsschutz den Verdachtsfall festgestellt hat. Es ist eben auch banale Aufgaben, die aber genauso im Parlament gemacht werden müssen. Eben weil jeder gleich ist vor der Verfassung als Abgeordneter. Weil sein Mandat genauso gleich wirkt, weil er vom Volk gleichermaßen als Vertreter des Volkes gewählt wurde. Diesen Podcast können die ja jetzt unmittelbar senden auf Wahlkampfveranstaltungen. Nein. Nein, Sie verteidigen die mit einer Vehemenz. Nein, ich verteidige null. Ich verteidige unsere parlamentarische Demokratie. Das ist ein Unterschied. Ich bin als Schüler, Malte Pieper hat es vorhin gesagt, als 17-Jähriger ins neue Forum gegangen und habe Montagsdemos organisiert, weil ich wollte, dass wir endlich in einem demokratischen Land leben, wo freie Wahlen stattfinden, wo Parlamente gewählt werden, die auf demokratischer Basis ihre Entscheidungen treffen. Ich lebe Politik mit Herzblut. Und ich muss aushalten, dass da auch Leute drin sitzen, mit denen ich nichts anfangen kann, mit denen ich nicht politisch zusammenarbeiten würde, mit denen ich auch menschlich nichts anfangen könnte, mit denen ich auch keine Minute meiner Freizeit verschwenden würde und meines Lebens, über das ich froh bin, dass ich das habe. Das ist keine Konkurrenz, die bekämpfen Sie, Herr Moring. Das ist der Unterschied. Nein, zuallererst ist Demokratie dann stark, wenn man für seine eigenen Positionen wirbt und dafür Vertrauen und Unterstützung bekommt.
Und in zweiter Linie muss ich schauen, wenn die anderen stärker werden, was mache ich falsch, warum gewinne ich dieses Zutrauen nicht mehr, warum verliere ich das genau möglicherweise an die? Das ist eine der Fragen, die die CDU für sich beantworten muss, aber andere parlamentarische Parteien müssen die genauso für sich beantworten. Das ist keine Frage des Umgangs, wie man sich gegenüber AfD verhält, nur der CDU, sondern das ist eine Aufgabe aller demokratischen Parteien. Und die Frage muss ich mir dann stellen und dann muss ich sie auch inhaltlich beantworten. Ich sage für die CDU, das ist vor allen Dingen mehr Klartext, das ist vor allen Dingen die Frage sozusagen zu dem stehen, was man sagt, dass man sein Wort hält, wenn man was verspricht, wenn man dafür sorgt, dass die Probleme, die man lösen will, auch tatsächlich gelöst werden. Das ist sozusagen die Frage und auch dafür, man erkennt, für was steht man auch über einen längeren Zeitraum hinweg und man kann sich da auf diese Position verlassen. Das sind so Aufgaben, die die CDU für sich lösen muss, wenn sie auch wieder verloren gegangene Wähler und Wählerinnen zurückgewinnen will. Aber vorher steht, wie gehe ich mit meiner eigenen parlamentarischen Demokratie um mich. Und ich sehe das wirklich als Herzensaufgabe an. Da geht es null darum, AfD zu verteidigen oder denen Platz einzuräumen oder denen eine Hilfestellung zu geben. Never, überhaupt nicht. Interessiert mich gar nicht. Aber ich will, dass unsere Demokratie funktioniert und dass sie auch dann funktioniert, wenn solche Extremisten in den Parlamenten sitzen. Mike Moring, Landtagsabgeordneter der CDU in Thüringen, Bundesvorstandsmitglied seiner Partei. Herzlichen Dank heute Morgen. Und auch vielen Dank ins Brandenburgische zu unserer stetigen Beobachterin Anja Meyer. Ich danke für die wirklich gute Debatte. Ja, haben wir ein Päckchen mitzunehmen und drüber nachzudenken. Ja. Wenn Sie sich daran beteiligen wollen, Sie können uns gerne schreiben an wahlkreis-ost@mdr.de, wahlkreis-ost@mdr.de und Wahlkreis Ost. Unseren Podcast hören Sie auf mdr.de, in der ARD Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Wahlkreis Ost. Anja Meyer und Malte Pieper erklären die Bundespolitik.